Willkommen beim ersten Trainingsvideo der Serie RAW-Entwicklung mit SPP. In diesem ersten Video stelle ich nicht nur die Arbeitsoberfläche von Sigma Photo Pro oder SPP vor, sondern auch die Präferenzen, die man vorab einstellen soll. Außerdem möchte ich auch ein paar Worte über den Unterschied zwischen einem RAW-Entwicklungsprogramm und einem Bildbearbeitungsprogramm verlieren. Sigma Photo Pro ist das RAW-Entwicklungsprogramm, das gebraucht wird, um die RAW-Daten, sogenannte X3F-Dateien, aus einer Sigma-Kamera zu entwickeln. Mit den meisten Sigma-Kameras kann man entweder JPEG-Bilder oder RAW-Dateien oder beides gleichzeitig aufnehmen. In einem in der Kamera gespeicherten JPEG sind die Einstellungen der Kamera eindeutig im Bild wiedergespiegelt und das Bild ist kaum weiter zu optimieren. Oft stellt dieses JPEG einen Kompromiss dar und in unserer Arbeit dient das JPEG lediglich zu einer schnelleren Kontrolle von Fokus und so weiter. Mit einer RAW-Datei können die Einstellungen gewissermaßen später angepasst werden, und man kann daher das optimalste Ergebnis aus einer Aufnahme erzielen. Wie diese Beispiele von mir und Innis Mondon zeigen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Entwicklung eines RAWs wie bei einer Filmkamera die Erzeugung des Negatives ist. Da in SPP keine lokalen Änderungen oder Korrekturen eines Bildbereiches gemacht werden können, wird die endgültige Fertigstellung eines Bildes bei uns in einem weiteren getrennten Bildbearbeitungsprogramm gemacht, beispielsweise Adobe Photoshop, wo zum Beispiel ein sogenannter Sensorfleck entfernt werden kann. Daher ist das Ziel mit SPP, die optimale Entwicklung des RAW hinzubekommen, welche dann die beste Datei für die endgültige Bearbeitung liefert. Wenn man keine lokalen Änderungen oder weiteren Korrekturen vornehmen will, können aber natürlich auch aus SPP entwickelte und konvertierte JPEGs als Endergebnis präsentiert werden. Und eine weitere Bearbeitung, abgesehen von einer Verkleinerung für das Web beispielsweise, muss nicht unbedingt nötig sein. Das hängt von der Art des Bildes an den persönlichen Vorlieben ab. Wenn SPP zum ersten Mal gestartet wird, sollen die Einstellungen der Präferenzen kontrolliert werden. Hier bei einem Mac unter dem Menüpunkt Sigma Photo Pro. Ein paar wichtige Einstellungen. Der Arbeitsfarbraum sollte auf Profoto RGB gesetzt werden, um die besten Optimierungsmöglichkeiten für die Farben eines Bildes zu gewährleisten. Letzter verwendete Ordner als Standardspeicherort ist auch sehr nützlich, da dies sicherstellt, dass bei der Bearbeitung mehrere Bilder der Dateien in dem gleichen Ordner landen. Zu bemerken ist, dass mit einem Ordner mit einer größeren Zahl von Bildern SPP etwas instabiler wird, wenn mehrere gespeicherte TIFF-Dateien und X3F-Dateien gleichzeitig vorliegen. Deshalb speichern wir unsere neuen, aus dem RAW entwickelten TIFF-Dateien in einem getrennten Ordner. Anwendbare Anpassungseinstellungen wird sinnvollerweise mit letzter Einstellung anwenden gemacht. Wenn man weiß, dass mehrere Dateien vorliegen, welche ähnliche Aufnahmeprofile haben und daher ähnliche Bearbeitung erfahren sollen. Ob das eigene System genügend Leistung hat, die GPU-Beschleunigung zu aktivieren, muss man selbst entscheiden. Bevor ich SPP gestartet habe, hatte ich zwei Ordner angelegt. Einen, wo die X3F-RAW-Dateien hineinkopiert wurden, hier 2017-02X3F, und ein leerer Ordner, 2017-02TIFF, für die fertigen TIFFs. Nach einigen Sekunden, je nach Zahl der Bilder, erscheinen dann die Bilder als Miniaturansicht, deren Größe sich einstellen lässt. Mit den Knöpfen an der unteren Leiste kann diese Ansicht angepasst werden. Bitte merken Sie sich, SPP ist nicht besonders schnell und ein schnelleres Hin- und Herklicken, unter anderem hier zum Beispiel, führt sehr schnell dazu, dass sich das Programm spontan verabschiedet.
Die Größe der Ansicht, sowohl auch ob EXIF-Datei, Blende, Belichtungszeit usw. angezeigt werden sollen, kann gewählt werden. Beim Anklicken einer Vorschau erscheinen auch oben einige EXIF-Daten. Oben links gibt es einige Control- bzw. Bedienelemente. Der Speichern-Knopf ist mit JPEG-TIFF markiert. Mehr dazu in einem anderen Video. I ist für Info. Hier kann man die vollständigen EXIF-Daten anschauen und auch aus Text in die Zwischenablage kopieren. Die weiteren Knöpfe sind selbsterklärend und sollen nur der Vollständigkeit halber genannt werden. Bild längs drehen, Bild rechts drehen, Tierschau, Drucken, Bild markieren, bestätigt mit einem kleinen Symbol, Schwarz-Weiß markieren. So, wenn das Bildbearbeitungsfenster gestartet wird, wird die Schwarz-Weiß-Bearbeitungsoberfläche anstatt der Farbbearbeitungsoberfläche gestartet und schützen gegen Löschen und Löschen. Rechts oben sind zwei Knöpfe, welche die zwei Hauptmenüs für Bildbearbeitung, das heißt RAW-Entwicklung, ein- und ausschalten. Das sehen wir gleich. Mit einem Doppelklick auf ein markiertes Thumbnail wird die Bildbearbeitungsoberfläche geöffnet und die zwei Menüs können ein- und ausgeschaltet werden. Ähnlich geht es mit einem rechten Mausklick und man wählt Bild überprüfen Farbe aus. Andere Menüpunkte unter dem rechten Anklicken entsprechen unter anderem den Knöpfen, die ich gerade gezeigt habe. Die Bearbeitung und Speicherung eines Bildes wird in einem getrennten Video detailliert erklärt. Viel Spaß mit Ihrer Sigma Kamera!